Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Sky Factory 3. Ich habe zwischen den Folgen einmal hier soweit ein bisschen aufgeräumt, also dass hier wirklich alles hier reingeht, also auch wirklich Void Upgrades und so weiter, noch ein bisschen geupgradet. Wir haben hier 6 Legendary Loot Bags, die werde ich am Ende der Folge öffnen. Mal gucken, was wir so rausbekommen. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt hier ein bisschen gearbeitet, habe mir so einen Autoplacer gebaut, Cleanstone reingetan, ich habe jetzt glaube ich 2-6 gemacht und... Ne, warte mal, ich habe nur 1 Stack gemacht. Auf jeden Fall habe ich kein einziges Tiererz rausbekommen. Weswegen ich sagen würde, wir machen das jetzt ein bisschen anders. Wir gehen einmal zum Portal? Ne. Ach, lecken. Ja, dann geben wir einfach mal hier ein Cobble, nehmen uns hier die 4 Quadruple, die habe ich für Offscreen vorbereitet, den Quintuple und die Unstable Enderpearls und wir haben einen Beneath Teleporter, genau. So, das ist Beneath. Warte mal, das war das hier sogar eine Quest? Das war wenn ein bisschen hier drüben, oder? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Nein. Travel to the Beneath Dimension. Kann ich mal abhaken, weil wir das jetzt machen können. Stelle ich es einfach mal ganz rotzfrech hier hin. Bevor wir da aber reingehen, will ich noch ein paar Fackeln machen. Habe ich schon gedacht, dass wir kaum noch haben. So. So, 2-6 Fackeln sollte reichen. Essen haben wir auch. Dann gehen wir einmal ins Beneath. Ich verwechsel das immer mit dem. Gesundheit. Fat, fat, dat. Auf jeden Fall, das Beneath. Ignorieren wir das jetzt einfach einmal. Ist, soweit ich das in Erinnerung habe, nicht wirklich was anderes als das Deep Dark. Ich würde sagen, wir biegen einfach mal hier ein wenig ab. Machen wir einfach mal so. Ach, jetzt haben wir genug. Ja gut. Dann gehen wir einfach mal ein bisschen in die Richtung. Also, wir finden hier Erze. Und wir haben es einfach hier abgesehen auf Diamanterz. Diamond Ore ist das letzte, was wir brauchen, um einen Void Ore Miner zu bauen. Gucken wir mal, ob wir da hier rankommen sollten, aber das sollte gar kein Thema sein. Ich müsste aber glaube ich meine Pickaxe ein bisschen reparieren. Hier haben wir Inferium Ore, das nehmen wir mal mit. Würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Prosperity Ore. Aber die sind ja auch relativ wenig. Wir brauchen eigentlich nur ein einziges Dia-Erz, dann haben wir es. Dann haben wir so gesehen unendlich Ressourcen. Och, was willst du denn? Stimmt, wir haben hier auch mehr Leben. Hatte ich ganz vergessen gehabt. Ich ignoriere jetzt einfach mal gerade die ganzen Erze. Da haben wir es. Diamanterz. Das war's schon, wir können nach Hause. Mehr brauchen wir nicht, mehr wollen wir nicht. Alles andere kriegen wir ab sofort.
Hollow Creeper. Ah ja, ganz vergessen, ich habe mir eine komplette Dia-Rüstung gemacht. Weil, naja, alles andere war ja dann doch ein bisschen meh. Und damit uns nichts verfolgen kann. Und ich habe ja aus den Lootbags ein paar Roast Potatoes gemacht. Ich werde mal gucken, dass ich einfach eine Autofarm mache für irgendwie Pizza oder so eine Scheiße. Was hat er eigentlich? Kopfer. Okay, haben wir genug. So. Ganz wichtig, man sollte sich auch auf den Beneath-Teleporter wirklich draufstellen, weil sollte man sich daneben stellen und draufklicken, landet man irgendwie im Block und fällt runter. So, tun wir das einfach mal komplett da rein. Dann würde ich sagen, Void or Miner. Tier 1. Alles klar. Wir brauchen einen Block of Quartz. 4 Goldblöcke. Dann brauchen wir eine Clearance. Warte mal, ich habe da drüben war, soweit ich weiß, noch vor dem Zeug da. Nein. Hier, genau. Da fangen wir jetzt klar, dass du kommst. Geh mal weg, Junge. Aber sehr schön. Wir sollten jetzt die Erze reinbekommen. Das heißt, wir machen uns jetzt einmal den Lasercore. Dann einmal Clear Glass. Clear Lens. Void on meiner Controller Tier 1. Sehr schön. Super. Dann bräuchte ich einmal den Digital Add and Rival. Ist das auch noch da drüben, oder was? Wo habe ich denn das jetzt hingetan? Oh, hier. Also, Void on Miner. Wir brauchen Structure Base Tier 1, 24 Stück, 20 Maschinen Base, 2 Laser Cores und eine Clear Lens. Alles klar. Machen wir dann nochmal fertig. Also, Maschinen Base brauchen wir 20 Stück. Machen wir mal den Basalt. Habe ich jetzt kein Basalt hier? Boah, ey. Ich bin vorbereitet, Kappa. Ach, kann ich jetzt. Konnte man die chiseln? Warte mal, ich kann die zurück. Lassen wir mal. Also hier sind zwei Basalt. Scheiße. Schöne Scheiße. Hab ich jetzt. Okay, hier ist noch Basalt. Ja, hier haben wir doch noch. Perfekt. Perfekte. Dann würde ich gucken, dass wir jetzt einmal den Void Miner aufbauen. Und vielleicht mal schauen, dass wir das Solar Panel auf Tier 2 upgraden, ob wir das hinkriegen. So, wir brauchen auf jeden Fall Iron Bars. Machen wir mal 2 Stacks. 20 Stück brauchen wir. Haben wir. Dann brauchen wir Tier 1. 24 Stück. Alles gar kein Thema. Die Maschinenbase-Teile hole ich mir auch wieder. Das war wieder sehr schlau von mir. Wir brauchen 2 Laser-Cores. 1, 2. Und noch eine Clear-Lens. Das machen wir mal so. Zack. Zack. Und welche war das für...
Diamant? Stimmt, Dimensional Chart kriegen wir jetzt auch. Die Cyan. Können wir Cyan Dye herstellen? Kaktus? Kaktus Queen sollten wir haben, also Kakteen. Oder Kaktussen, wie es im Fachjargon heißt. Aber vorher sagt er, sagt, bevor vor Kaktus. Kakteen. Nein, nein. Ich habe schon mit dir gesprochen, keine Sorge. Ich glaube, dieser Witz ist auch schon so uralt. Das ist auch so gefühlt älter als Trivolo oder Street oder Tagoon oder hier mit beliebigen. Ja, lassen wir das, bevor ich noch komplett Schläge bekomme. Aber ich sollte aufpassen. Ich weiß, wo der Street wohnt und das könnte mir gefährlich nah werden. Okay, lassen wir es einfach mal sein. So, auf jeden Fall einmal. Zack. Wie gesagt, wir wollen die Cyanidens haben, weil die ein Fokus gibt auf Diamanterz und naja, Diamonds sind gerade ein bisschen Mangelware. Was sind da gerade für widerliche Lecks, die ich hier habe? Das war doch der S. Assembler, oder? Ja. Wo haben wir den denn jetzt hier vergraben? Nein. Die linke Storage Crate hätte ich sogar gar nicht reinschauen müssen. Nope. Dann machen wir einmal eins, zwei, zack. Ach, ich bin blöd. Eins, zwei, drei. Zack. Und dann muss der hier weichen. So, baue er den Masch die Maschine auf. Jetzt ein Problem. Ach, lass mich raten. Sehr schön. Wir haben einen Void Miner. Das heißt, wir brauchen jetzt noch einen Plug. Plug sit in und so weiter, ne? Oder das war noch der Plug. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Plugs. Wir brauchen einen Flux Point. Ja, kriegst du einen Redstone Block. Haben wir noch. Wie machen wir das jetzt? Also Energie geben ist nicht das Thema. Ich glaube, ich mache hier einfach mal gerade leer und stelle das dann daneben, weil so schnell wird sich das jetzt auch nicht auffüllen. Ich habe wieder irgendetwas vergessen. Ich konnte aber nicht sagen, was das ist. Naja, jetzt weiß ich es. Ich glaube, das Problem ist halt echt, dass die Mob-Farm einfach so überflutet ist von Mobs.
Ja, ich werde wahrscheinlich auch bald nochmal umbauen. Das gefällt mir gar nicht. Lux Point. Please select the network. Das. Und wir bekommen Kohle. Yay. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt ein bisschen Probleme bereitet. Stimmt, wir wollten ja mal gucken, was wir brauchen für ein Tier 2 Solar Panel. Wir brauchen 4 Dia-Blöcke, Energetic Alloy, das haben wir. Das können wir relativ schnell herstellen. Ich glaube nur die. Ach, wir fangen einfach mal an. Was wir haben, haben wir dann. Das ist auch so ein Aussage. Dieb, kurzer Dieb. So, da trotzen wir einfach mal hier rein. So, Solar Array Tier 2. Gerade machen wir 648 RF pro Tick. Damit würden wir schon 3600 machen. So, gerade sind 9 Solar Panels, also Solar Cells und 16 Structure Blocks. Also brauchen wir noch 16 Solarzellen und 8 Structure Blocks. Ich würde aber gucken. Wie viele Structure Blocks waren das jetzt? 24. Das heißt, wir brauchen mindestens 48 Dias und wir haben 35 Code. Das heißt, den Rest muss ich nochmal 7. Ich mache halt schon mal die 24 davon. Ja, wie viel? Ich habe gerade echt ein Maulwurfgedächtnis. 25, das heißt, ich brauche 75 von denen. Also ein Stack und 11. Und wir bekommen 20, das passt. Den Rest haben wir dann da. Also fehlen halt wirklich noch die Dias. Gut, dann würde ich sagen, den Rest an Dias 7 ich dann jetzt gleich. Und wir sehen uns dann in einer weiteren Folge. Bis dahin, haut rein.